Hallo meine Lieben, ich habe heute mal ein ganz anderes Video für euch und zwar geht es ein bisschen um Küche und um Haushalt. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn eure Messer an den Plastikgriffen vom Geschirrspüler solche Risse bekommen. Und irgendwann ja, haben die so dolle Risse, dass man gar nicht mehr mitarbeiten kann. Und so hatte ich das bei den beiden auch. Und ich habe mir einen ziemlich starken Hammer genommen und habe mir die Plastikteile komplett entfernt und bin dann nochmal mit einem Schleifstein drüber gegangen und habe ein bisschen den Rost entfernt. Das habe ich auf beiden Seiten gemacht. Und was ich heute damit machen möchte, beziehungsweise ich möchte es ausprobieren, ich habe es selbst noch nicht, noch nie so gemacht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es so funktioniert. Und zwar möchte ich hier mal meine Reste so ein bisschen aufbrauchen und habe mir jetzt hier einfach mal so meine ganzen Restfarben rausgesucht. Und die werde ich jetzt einfach bunt durcheinander kneten und dann werde ich mir daraus einen schönen Griff formen, der auch wirklich genau so für meine Hand passt. Also dann habe ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens habe ich einen Griff, der wirklich auf meine Hand abgestimmt ist. Und ja, ich habe halt diesen Mist mit dem Geschirrspüler nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Fimo oder das Clay oder was auch immer, wenn das gebacken ist, dass das wirklich so stabil ist, dass das auch den Geschirrspüler ziemlich lange standhalten wird. Das hoffe ich zumindest. Und ja, also ich werde jetzt mal die Messer halt gestalten und anschließend werde ich das Zeug backen und dann werde ich es ein paar Tage ausprobieren. Und dann werde ich das Video weitermachen und werde euch zeigen, ob das gut funktioniert hat oder nicht. So, jetzt fange ich aber an und mache erstmal den Teig, wollte ich schon gerade sagen. Jetzt war ich so in der Küche. Mache erstmal die Knete, mache die erstmal zusammen. Ich glaube, ich habe jetzt eine Menge Knete, die erstmal genug ist. Und jetzt werde ich das Ganze mit meinem Cutter aufschneiden und das Messer dazwischen basteln. Ja, das ist ein bisschen größer. Das finde ich auch gar nicht verkehrt, weil man hat ja hier so eine Kanten. Dass die gut verdeckt sind, dass man sich später nicht schneidet. Da finde ich es gar nicht so verkehrt, wenn das hier so ein bisschen drüber guckt. So, natürlich auch hinten immer ein bisschen aufpassen, dass man sich mit dem Messer nicht schneidet. Ja, ich fummel mir das jetzt hier alles noch mal ein bisschen hin, dass ich das einigermaßen so habe, wie ich das denke zu brauchen. Und dann werde ich mir den Griff noch formen. So, ich versuche jetzt noch so gut wie möglich die Naht hier zu verschließen. Nicht, dass hier das gleich wieder die nächste Risskante ist, wenn da Wasser und so dazwischen kommt. Jetzt habe ich das Messer und jetzt werde ich das so in die Hand nehmen und einmal ein bisschen fester drücken. Und jetzt habe ich hier genau mein Handdings, so wie ich es brauche. Jetzt einmal ausprobieren, ob es so auch vernünftig schneidet. Jawohl, ich kann gut abrollen, funktioniert. Und dann kommt das an die Seite. Und ja, so ähnlich, ihr seht, hier hatte ich noch eine Vorgabe quasi von der Länge. Das habe ich hier gleich nicht. Da werde ich mir ja die Länge einfach selber aussuchen. Hier habe ich noch einen kleinen Riss gerade gefunden, den ich noch zumachen will. Genau so. Und ja, wie gesagt, das Messer packe ich jetzt erstmal an die Seite. Das ist jetzt für mich soweit fertig. Hier oben werde ich es nochmal, das werde ich mit dem Blending Tool nochmal ein bisschen fester hier dran machen.
und hier unten auch. Ja, das kommt an die Seite und dann kann ich für dieses Messer hier weitermachen. Sämtliche Reste, die ich hier noch habe, und die werden natürlich lange nicht reichen. Ich werde mir also noch mehr holen und werde das wieder alles weich kneten. Ja, ich würde sagen, ich überspringe das hier. Das ist für euch eh langweilig, wenn ich das jetzt hier alles knete. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich dann so einen Ball habe, der groß genug ist für dieses Messer. Ja, ihr Lieben, ich habe es geschafft. Ich habe jetzt meine beiden Griffe fertig und ich werde jetzt noch mal so ein bisschen hier verblenden. Und dann wandern die ab in den Backofen. Für euch wird das jetzt wenige Sekunden dauern und dann seht ihr, ob das gut funktioniert oder nicht. Für mich ein paar Tage. Also, bis dann! So, meine Lieben, für mich ist es jetzt etwa eine Woche später. Ich habe meine beiden Messer jetzt ausprobiert und es ist so, dass beide auch schon mal im Geschirrspüler waren. Sie halten super, es funktioniert alles. Am Anfang, als ich die in den Backofen getan habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße, die sind mega schwer. Ich hoffe, das wird überhaupt was, aber es ist schön leicht geworden nach dem Backen und funktioniert wunderbar. Also sie sind nicht zu leicht, liegen gut in der Hand und man kann wirklich gut mitarbeiten. Ja, also das hat super geklappt. Wenn euch also eure Messergriffe irgendwann kaputt gehen, weil ihr die trotz aller Warnungen, so wie ich, trotzdem in den Geschirrspüler packt und sie dann eben ab und zu einfach nachschärft, funktioniert das wunderbar mit Fimo oder eben irgendwelchem anderen Claykram. Okay, ihr Lieben, ja, das war schon mein Video zu den Messern. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Quick-Tipp gefallen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.